Moin, moin und herzlich willkommen zum 8. Spieltag der NPBL. Ja, nach Wochen bin ich jetzt mal wieder selber da, nachdem 4 nette Leute die letzten 2 Spieltage für mich übernommen haben, das Ganze zu kommentieren, bin ich dieses Mal wieder selber da. Heute gegen den lieben Rex oder auch Warrior eSport. Ja, ich habe mich bestens darauf vorbereitet, bin jetzt auch bestens erholt durch den Urlaub und denke mir einfach mal dementsprechend, dass wir hier auf jeden Fall heute einen spannenden Kampf haben werden. Ich sag mal so, im Großen und Ganzen habe ich mich eigentlich in den letzten Tagen echt nur noch mit Rex seinem Team beschäftigt und halt eben dem Teambuilding. Dementsprechend hoffe ich mal, dass der Rex mit all dem um die Ecke kommt, wovon ich bei ihm ausgehe. Ja, ansonsten, was gibt es Fun Fact zu Rex diesmal? Also er ist definitiv, wie auch schon The Saint TV gesagt hat und andere, er gehört halt eben mit zu den Mitfavoriten. Ich sehe auch immer noch so, er ist mein größter Konkurrent aktuell in der Liga. Vor allem ist es heute direkt der Erste gegen den Zweiten. Ja, das ist so ungefähr David gegen Goliath. Ich denke mir einfach mal so, im Großen und Ganzen wird es auf jeden Fall ein spannendes Match. Und ja, ich hoffe mal doch, dass der bessere gewinnen wird. In dem Fall meine Wenigkeit natürlich. Ja, derweil suche ich jetzt schon den Rex. Ich hatte ihm gerade eben schon den Code per Discord geschrieben. Hoffe doch, dass er mich dann jetzt gleich findet und wir auf jeden Fall das Match dann starten können. Ja, ich denke mal, ja, mal gucken, was er so mitbringt. Ja, wenn der Rex jetzt gleich hier langsam echt nicht kommt, ey, dann muss ich wie nach dem Kommissar Rexhund einfach mal danach pfeifen. Rex. Ja, mal gucken, wo er bleibt. Also ich schreibe ihm jetzt nochmal. Rexi, ich bin online. So, ich hoffe doch, dass er jetzt gleich kommt. Und dann gucken wir mal, was dann so passiert. Ja, ich hoffe ansonsten, dass ihr alle die letzten beiden Spieltage genießen konntet. Es waren da wirklich sehr viele gute Kommentatoren unterwegs, wo ich echt sagen kann, also wer weiß, je nachdem, wie das für mich jetzt hier in der Liga ausgeht, nehme ich die vielleicht sogar noch mal ein weiteres Mal mit ins Boot für die Playoffs nachher. Das steht dann aber natürlich erstmal noch in den Sternen, weil erst heißt es mal von Spieltag zu Spieltag und Sieg für Sieg. Und dann müssen wir mal gucken, wie das so Ganze vorankommt. Ja, ich struggle jetzt gerade ein bisschen, weil Rex gesagt hat, er wäre eigentlich schon da und er wollte kommen und ja, irgendwie ist er noch nicht hier. Aber ich bin online. Gut. Ach komm, ich nehme noch mal kurz die Online-Option raus. Gib dann noch mal den Code ein. So. So, noch mal online gehen. So, ich ziehe mal kurz das Mikro noch ein bisschen weiter zu mir ran. Gut. Ah, so. Ja, so, jetzt noch mal gucken. Der Code war jetzt noch mal 2791378. Gott. Gut. Jetzt schreibt der liebe Rex gerade. Jetzt hoffe ich doch, dass er sagt, dass er sofort da ist. Oder was kommt jetzt? Hey yo, geht klar. Auf jeden Fall auf ein geiles Match. Das freut mich doch schon zu hören. Okay. Dann wollen wir doch jetzt mal hoffen, dass er sofort da ist und dann geht es ab in den Kampf und in die Team-Preview vor allem. Weil Leute, ihr dürft gespannt sein.
die heutigen Teams werden ziemlich krass sein. Also zumindest meins, finde ich, ist außergewöhnlich. Und die Suche läuft, Suche läuft, Suche läuft. Die Suche, 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 Suche läuft. Ja, das ist ja immer was Aufregendes, wenn es an die Suche rangeht. Dann einen anderen Code, Fragezeichen. Gut, dann muss ich jetzt nochmal gucken, hoffen, dass wir auf jeden Fall vielleicht einen anderen Code nochmal nehmen, weil diese Verbindung hier dauert gerade definitiv zu lange. Mal gucken, was der liebe Rex sagt. Okay, das ist mal ein kurioser Code. Ob das damit klappt, ich weiß es nicht. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 8. Okay. Hoffen wir mal doch, dass es jetzt besser wird. So, es wurde jemand gefunden. Hey. So. Ah, vielleicht. Um jetzt keine weiteren Hunde-Jokes zu machen. Vielleicht ist das seine Nummer für die Hundestaffel. Oh Mann. Alleine dieser Gedanke gerade daran, dass es echt die Hundestaffelnummer sein könnte. Ey, komm, wir haben letztens schon ein paar Memes zu ihm auf dem Discord-Server gepostet und es war ziemlich lustig. Er hat auch ziemlich gelassen drauf reagiert. Von daher, ja. Mal abwarten. Oh, jetzt wird nochmal einmal das Vaterunser gesprochen. Und dann geht's gleich ins Match. Beten darauf, dass das Beste passiert. Da der liebe Rex ja letzten Spieltag gegen den lieben Schubi verloren hat, gegen den ich auch verloren habe, ist es zumindest jetzt schon mal echt so ein gutes Feeling, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, was das Ganze betrifft. Weil ich sag mal so, wäre natürlich jetzt echt heavy, wenn Rex weiterhin zu Null stehen würde. Aber so ist es jetzt, finde ich, aus meiner Sicht ein relativ ausgeglichenes Match. Frage mich jetzt halt echt nur, wie lange braucht der Junge jetzt zum Regeln auswählen? So, und da haben wir sie. So, jetzt muss ich erstmal mein Team suchen. Oh, das sind Teams, die dürft ihr gar nicht sehen. So, dann gehen wir doch mal eben schnell in die Team-Preview rein. Und schon wieder Teams, die wir nicht sehen wollen. Nein, 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 nein. So. So. Also, als allererstes spielen wir heute mit Libalo. Mit der Fähigkeit Libero, dem Item Lebenorb, Schutzschild, Sprungfeder, Turmkick und dem Tiefschlag. Ja, nachdem letzten Spieltag Libalos Coaching nicht so ganz funktioniert hatte, weil ich mich auch ein bisschen verhaspelt habe in Game 1 gegen den Schuhlecker, hoffe ich doch diesmal, dass das offensivere Libalo auf jeden Fall wieder einiges reißt. So, dann haben wir im zweiten Start haben wir Duraludon. Dieses Mal auch wieder mit einer Offensivweste. Grüße gehen raus an den lieben Schulane für diesen absolut genialen Split wieder. Mit dem Attacken, Drakometeor, Drachenpuls, Lichtkanone und dem Buddy Press. Dann haben wir PZ dabei mit dem Zitterorb, dem Schutzschild, Hyperstrahl, Triplette und Ränkeschmied. Für die, die es nicht wissen, was Zitterorb macht, Zitterorb ist das Item, wenn jemand mit einem Intimidate gegenüber dir steht und dich intimidatet bzw. bedroht, kriegt man einen +1 Speedboost. So, dann an nächster Stelle haben wir Togetic dabei. Mit dem Item Evolid, Schutzschild, Spotlight, rechte Hand und Zauberschein. Dann haben wir sehr wohl dabei mit einem Warschal, der Flächenmacht, Zauberschein, Schalwelle und der Galanterie. Ja, ich hoffe doch auch hier, dass es nochmal wieder zum MVP werden kann, wie gegen OG DNZ bereits. Aber das hängt natürlich ganz davon ab, was ich daraus heute mache hier.
So, und dann haben wir, nachdem es ein Spieltag mal nicht mit dabei war, das Liebe trifft Zepeli dabei wieder. Auch wieder Standard-Items, Psychosamen diesmal, weil wir halt Ndidi dabei haben. Und dann dem Rückenwind, dem Horter, der Statette und der Akrobatik. Ja, das ist die Auswahl für heute und damit wollen wir diesen Spieltag definitiv gewinnen. So, wir wählen dann mal das Team aus. Dann wollen wir doch mal hoffen, dass wir hier das Beste jetzt einfahren. Und dann geht es jetzt auf. Oh, einmal strecken, einmal recken noch. Oh, scheiße, an den Fernseher gekommen. So, und dann wird jetzt geflext gegen Rex. So, was hat der liebe Rex dabei? Der liebe Rex hat Lapras, Arcanine, Rillaboom, Jolteon, Gaunux und Ndidi dabei. Uiuiuiuiui, das ist eine Team-Preview, die könnte echt haarig werden. Vor allem, es ist eigentlich fast alles dabei, worauf ich mich vorbereitet habe. Also hier sehe ich doch relativ stark auf jeden Fall schon Duraludon, der da einiges reißen kann. PZ genauso. Ja, Drift Zepeli. Solala. Ndidi auch schon wieder mehr. Ja, schlussendlich ist es halt gerade echt. Echt schwierig gerade. Ich denke mal, ja, was kann man machen? Pisiliden? Ja, doch. Pisiliden klingt ganz stabil. Mit in der Hand Ndidi vielleicht. Ja, doch. Alleine schon für den Psychofeld. In der Hinterhand auf jeden Fall dann Duraludon, würde ich sagen. Und dann packen wir Togetic noch mit dazu. Und dann wollen wir auf ins erste Match. Oh, eine doch sehr nice Trainerkarte, muss ich hier mal sagen. Also alleine mit diesen Glubschaugen, das macht schon einiges aus bei diesen Typen. Ja, so, dann wollen wir doch mal gucken, was hat er dabei? Seafool und Rillaboom. Das heißt also, wir erwarten jetzt hier auf jeden Fall, ja. Gut, mein Seed ist als erstes draußen. Freut mich jetzt oder freut mich nicht zugleich. So, das Problem ist halt eben jetzt, er hat mein Search rausgenommen. Was kann ich jetzt machen? After you. Ich glaube, ich gehe hier tatsächlich für Protect und hole Togetic rein. Dann habe ich vielleicht Chance, in nächste Runde auf den Togetic Follow Me zu gehen und dann Nasty Plot von PZ. Ich hoffe mal nicht, dass er die Taktik riecht, aber ist sie eigentlich unwahrscheinlich, weil guckt man sich die letzten Matches von ihm an und meine PZs, dann hatte ich bisher eigentlich noch gar nicht so die Option bereits gehabt, irgendwo den Ränkeschmied mit dabei zu haben, der Nasty Plot. Ja, mal gucken. So, Grassy Slide abgewehrt. Und Delegator. Das wird jetzt echt interessant hier gerade. Substitute, den habe ich nicht mit gerechnet. Aber gut. Wir gehen trotzdem für den Play Ränkeschmied in PZ und dem Spotlight, um halt ein bisschen hier das Ganze rauszunehmen. Ein bisschen zu gucken, was hat er vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier Rillaboom Dynamaxen möchte. Ich weiß auch nicht, ob er eventuell darauf geht, mein Dynamax auszustallen.
Das Problem ist halt eben jetzt, wir wissen lediglich nur von Seafool, mit was für Items er dabei hat. Und bei den anderen könnte es halt alles sein. Er hat halt in den letzten Spieltagen auch Rillaboom mit Choice Band gespielt, habe ich gesehen. Die Item-Auswahl bei Rex, die ist halt echt schon krass. Also, die ist nicht ohne. Die ist hier definitiv nicht ohne. So, mal gucken. Jetzt haben wir Spotlight draußen. Was setzt er ein? Verhöhner. Okay, logisch. Nasty Plot. Komm, gib mir Nasty Plot. Ich will einen Nasty Plot. Bam! Junge, so sieht's aus. Oh, bin ich schon wieder aufgegeilt in dem Moment. Nein, das klang jetzt ein bisschen falsch gerade, aber ja, hier können wir jetzt definitiv safe für den Diner-Angriff gehen. Warte mal, nicht, dass ich jetzt den falschen aufwähle. Ne, ich muss den mit 150 auswählen. Genau, das ist der Hyperstrahl auf Lapras. Und dann... Spotlight oder Zauberschein? Das ist die Frage. Die Frage ist... Kriegen wir... Ach nein, fuck! Ich hab was vergessen. Ich bin gerade getauntet worden. Ja, ne, ich muss für Zauberschein gehen. Ich muss irgendwie das Seafool aus dem Delegator rauskriegen, sonst habe ich echt schlechte Karten gerade. Mal gucken. So, mal gucken. PC ist gedynamaxed. So. So, was macht Lapras? Lapras dynamaxed. So, jetzt wird die Frage der Fragen. Setzt er die Dünar Wall ein oder was hat er jetzt vor? Das macht mich jetzt gerade echt ein bisschen verrückt in diesem Match hier gerade, dass er eventuell für den Dünar Wall gehen kann oder er geht halt wirklich für die offensive Variante. Trugträne. Ich glaube, Lapras ist raus. Ich habe es, glaube ich, so gerade eben gewonnen. Holy Banoli. Jo, alter Verdammt. Gucken. Und. What? Alter. Das ist zu heftig. Nein. Ey. Junge. Ernsthaft. Wolltest du mich flachsen, Rex? Wolltest du mich flachsen? Ist das ein AV Lapras? Sei ehrlich. Wenn es ein AV Lapras ist, sei ehrlich zu mir. Das ist Bestrafung pur gerade. Das ist Bestrafung pur. What? Das hat ja kaum Damage gemacht. Hilfe. Was ist denn jetzt hier verkehrt? Rex, was hast du für ein Investment gewählt? Junge, das ist hier nicht normal. Also der Dünar Melodie, die war ja gar nicht gut. Oder warte mal. Hat er vielleicht... Könnte es sein, dass Rex sich verdrückt hat, eventuell? Maybe. So, auf jeden Fall gehen wir nochmal für denselben Play again. Und drücken auch nochmal erneut den Zauberschein. Und hoffen dann, dass wir hier auf jeden Fall jetzt einiges an Damage rausdrücken. In der Hoffnung dann, das Lapras gleich rauszunehmen. Oh, ey. Also dieser Move gerade, der hat mich echt crazy überrascht von ihm. Wenn das gerade sein stärkster Giga-Melodie war, dann bin ich echt hart enttäuscht gerade. Dann hat er uns hier alle getriggert. Oder ich weiß nicht, könnte es sein, dass er gedacht hat, dass ich einen Sash drauf fahre auf PC? Ich weiß es nicht. Es wirkt gerade so nach beiden. So, auf jeden Fall ist jetzt Lapras erstmal raus. Das heißt, 1-0 schon mal für PC. So. Jetzt kommt Togedeck nochmal mit einem Zauberschein. Ach komm, gib einen Crit. Ach, schade. Ach, das wäre so saftig gewesen, wenn das ein Crit gewesen wäre. So saftig. Es ist immer schön, Wasser direkt neben dem Match hier stehen zu haben. So. Psychoerzeuger. Die Frage ist, hat er
einen Scarf dabei dieses Mal? Hat er einen Scarf dabei? Das ist die Frage der Fragen. Es ist... Ich muss halt einfach gucken jetzt, dass ich hier dennoch angreife und nimm Togetic raus und drück in Didi rein hier und dann mal gucken, was er jetzt vorhat. Mir macht es gerade zu viel Sorgen hier einfach. Das Indidi könnte wie meins jetzt halt Scarf sein, was er halt auch schon gebracht hat. Ja, man muss schlussendlich gucken. Ich finde, es ist schwierig zu sagen. Buff! Okay, das war eine krasse Hausnummer. Minus 2 PC wird rausgeschottet von Indidi. Ich bin schockiert. Ich bin echt schockiert gerade. Rexy, du überrascht mich. So, Togetic oder Duralunon? Das ist die Frage jetzt gerade für mich. Das ist... ich glaube, Duralunon ist hier definitiv auch die bessere Wahl. Wer weiß das schon? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade echt ein bisschen salty überrascht von Rexy. Dass Rexy mich hier echt gerade rausnimmt und sowas. Und alter Vater. Rex, du überrascht mich immer wieder. Dann gehe ich jetzt für einen Draco-Meteor. Ich muss das Indidi rauskriegen, Rexy. Es tut mir leid. Dich muss Duraludon hier fertig machen. Und dann kommt ein Zauberschein. Ja, doch, den Zauberschein muss ich machen. Ich muss dich nämlich rauskriegen, Rexy. Alter Vatern. Rexy, du bist zu tanky. Du bist zu tanky gerade. Junge, Junge, Junge. Du bist doch nicht normal von dieser Erde, Rexy. Ehrlich. Du bist doch nicht normal im Kopf gerade. Ehrlich. Es ist einfach so ein weirdes Game. Das ist doch nicht. Ist doch nicht fucking dein Ernst gerade. Ich bin echt gerade überrascht. Also schon mal echt GG gerade. Vom Spiel her. Aber. Alter Vater, das haut mich gerade echt vom Hocker, Rexy. Das haut mich echt vom Hocker. Da hast du mich echt überrascht, positiv. So. Ja, es ist verloren auf jeden Fall. Da habe ich keine Chance mehr. Rexy, GG schon mal fürs erste Match. Das war echt krass gespielt. Damit habe ich so gar nicht gerechnet jetzt. Rex, ey. Puh. Hast mich geflext, Rex. Hast mich geflext. Ich glaube, nächstes Mal habe ich meine Klappe nicht mehr so groß. Das ist halt schon echt überraschend jetzt gewesen. Es hat halt schon echt hart geflext. Ich hoffe jetzt vielleicht noch, dass ich beide rausnehme mit Togetic, dann kriegt er wenigstens noch ein paar Points Abzug, weil dann ist es nur ein 1-0. Komm, give me a crit, give me a crit. Oh no, oh no. Oh no, ey, this is not true, not true. Rexy, du solltest K.O. gehen. Und hätte ich jetzt nur ein 1-0 gehabt. Mann, 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 Mann. Nicht gut. Nicht gut gerade. Nicht gut. Ja, jetzt. Ja, ich muss jetzt nochmal für einen Zauberschein gehen und dann lasse ich dieses Match rumgehen und gucken, dass ich hier danach erstmal irgendwie eine Strategie jetzt rankriege. Das Ding ist, wir haben jetzt hier ein AV Lapras stehen, ein Specs in Didi und es flext alles gerade nur noch. Es flext alles gerade nur noch. So, es ist so die Überraschung schlechthin gerade und ich habe damit echt nicht gerechnet. Also. Das ist schon ziemlich hart gerade. Also, puh, ey. Ich habe echt gedacht gerade, dass man das Match locker easy gewinnt, aber das war jetzt doch ein Satz mit X, vor allem das AV Lapras hat mich am Anfang ziemlich hart geflext und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es auf jeden Fall
weitergeht in Game 2. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Das ist die gute Frage. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Das wird jetzt hier echt haarig gerade. So, ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal in die Team-Preview. Währenddessen muss ich mir Gedanken machen, wie ich ihn jetzt hier K.O. kriege. Cinderace Togetic könnte hier stärker sein. Und dann Duraludon in die Hinterhand. Jetzt ist die Frage PZ oder Ndidi. Das ist die Frage der Fragen. PZ oder Ndidi? Ich glaube, Ndidi ist hier die richtige Wahl. Ich sehe hier sonst keine andere Möglichkeit, den Rex irgendwie gerade zu kriegen. Alter Vater, und dieses erste Match, das zerstört mich gerade so. Rex, was machst du mit mir? Was machst du mit mir? Es ist 22.38 Uhr auf dem Donnerstagabend und du zerstörst mein Brain einfach gerade. Ah, oh, ey. Rex, damit habe ich nicht gerechnet, ey. Ehrlich. Ja, dann mal hoffen, dass Match 2 weitaus besser läuft. Mit Cinderace. Mit Cinderace in Didi. Hoffe ich doch jetzt, dass der. Ach, Cinderace. 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 Cinderace Togetic. Dass der Lied doch deutlich besser läuft als gerade. So, hier haben wir jetzt ins Psychofeld draußen. Okay. Kommt der Intimidate? Natürlich kommt er. Oh, Rex, was machst du mit mir? Du überrascht mich gerade aufs übelst Harte, ey. Als ob du letzte Woche gechoked hättest, um mich diese Woche echt im Kopf auseinanderzunehmen. Gehe ich jetzt hier für Dynamax Tiefschlag? Oder doch ein Double Protect? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, der Double Protect ist hier schon doch stärkere Wahl gerade. Vor allem, weil wir wissen, dass das Ndidi gerade ein Specs hat. Ja, wir gucken erstmal, was hier passiert jetzt. Nachdem mich Rex gerade so überrascht hat, vielleicht. Okay, er geht hier. Könnte das ein Unterstützer, ein Supporter Arcanine sein? Ja, könnte es. Helping Hand lässt darauf wirken schon so ein bisschen. Das macht mich nervös gerade. Das ist nicht... Das ist gerade zu haarig hier, ey. Fahr, ey. Das ist... Gehe ich hier definitiv für Tiefschlag oder Dyna Dunkel in DD? Ja, doch, muss ich machen. Vielleicht ist die Chance da, um den noch zu killen. Und dann Togetic raus gegen in DD. Ist wahrscheinlich das Sinnvollste hier. Ja. Ich muss Togetic safen, sonst habe ich gleich keine Chance mehr. Ah.
Rex, der flext. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Das ist so haarig gerade. Ich hoffe jetzt nicht, dass er noch irgendein Defensivinvestment fährt. Ich habe sonst gleich echt keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll. Der Junge zerstört gerade auf voller ganzer Linie. Es ist echt der helle Wahnsinn. Und ich habe gedacht, heute Abend wird echt entspanntes Match. Und jetzt komme ich mir gerade vor, als wäre ich hier gerade komplett gefiltert. Gefiltert von Rex dem Hex. Ah, so, komm, Cinderace, nimm es raus. Jawohl! Oh! So, jetzt hoffe ich nur nicht, dass er keinen Rillaboom dabei hat. Hab kein. Ach du Scheiße. Er spielt Scary Face. Es ist nicht wahr. Rex, was machst du mit mir? Scary Face in Cinderace. Wäre ich mal für Spotlight gegangen. Das ist gerade eine Worst Case Szenario. Dann geht die Dynadüse jetzt in Rillaboom und Ndidi rausnehmen für Togetic. Ich glaube, ja, Ndidi bringt halt ohne sein Expanding Force, ohne die Flächenmacht, sehe ich hier gerade keine Chance zu gewinnen, großartig. Von daher, ja, ich muss Ndidi hier noch safen. Togetic kommt rein und dann, ja, das wird hier gerade ziemlich haariges Match. Rex, der zerflext hier. Das ist unglaublich. Unglaublich. Einfach nur gerade unglaublich. Ich weiß nicht noch, wie oft ich unglaublich noch sagen will. Aber es ist wirklich unglaublich. Geht er hier nochmal fürs Scary Face? Nein, er geht fürs Irrlicht. Als macht er die Sache nicht noch schlimmer. Oh nein, ey. Hör mir jetzt heute auf, Rex, ey. Also ich dachte schon, ich spiele kurios. Aber es ist noch ein relatives Standard-Set. Die größere Sorge, die ich mir gerade mache, ist einfach, dass ich hier nichts vorankriege gerade. Und das Match jetzt echt nach hinten losgeht gerade, so wie ich es mir nicht vorstelle. Das war Weakness Policy. Nein, ey. Es wird immer besser hier. Rex, was machst du hier? Rex, was machst du? Düner Düse, Düner Faust, Düner Dunkel, Rex, du hast die Auswahl. Rex, es gibt nur eine Düner Düse. Und eine rechte Hand. Ja, die rechte Hand in Cinderace und dann hoffen, dass ich das Rillaboom irgendwie damagen kann, ey. Ich brauche erstmal eine neue Flasche zu trinken gerade. Wenn man das Wasser nicht in der Nähe hat. Währenddessen hat er Rillaboom gedynamaxed. Ja, super, ey. Komm. Helping Hand von seinem Arcanine auf sein Rillaboom. Helping Hand von meinem Togetic auf sein auf meinen Cinderace. So, jetzt kommt mein Max Airstream. Mach Damage. Oh, Junge. Es fühlt sich gerade ziemlich mies hier an gegen Rex. Und er kommt mit Akrobatik-Set, ey. Es ist nicht wahr. Was ist das für ein Junge? Was hat der genommen? Hat der mich studiert? Rex, hast du mich studiert? Beantworte mir das bitte. Hast du mich studiert hier? Ey, das ist hier echt gerade Worst-Case-Szenario, ey. Alter, Vater, ey. Puh. Ja.
Was mache ich hier eigentlich gerade? Was passiert hier? Hey. Mache ich die Sprungfeder? Ja. Ich muss irgendwie noch was rumkriegen an Zeit. Und dann Schutzschild, Spotlight, Helping Hand. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich bin gerade einfach nur noch geflext hier. Einfach nur noch geflext von Rex. Schlechter denn je könnte es nicht mehr laufen. Ist das hier eine Scheiße gerade? Regt mich das auf? Indeedee ist scheiße. Duraludon kann ich nicht gebrauchen gerade. Duraludon. Ich sehe einfach nur noch. Ja, ist verloren ist es eigentlich im Endeffekt schon wahrscheinlich. Aber ich gebe Duraludon die Chance, vielleicht kann er noch was reißen. Duraludon. Komm, zeig mir, was du kannst. Gib mir einen Draco-Meteor in Rillaboom. Ich sehe sonst keine Chance. Standpauke verfehlt. Oh nein. Es ist so ein dreckiger Arbeitssieg hier gerade. Das ist so ein dreckiger Arbeitssieg. Und da kommt der Erdstoß und Duraludon ist raus. GG, ey. Das ist echt zerflexend hier. Das ist eine Scheiße hier gerade, was hier abgeht. Leute, ihr macht euch kein Bild. Ihr macht euch kein Bild, was hier gerade abgeht. Das ist einfach nur noch Rotze hier. Das ist einfach nur noch Rotze. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ihr sitzt hier um 22.49 Uhr und denkt euch, okay, der 2, das ist... Der zweite Spieltag fast gelaufen wegen so einer Scheiße hier, ey. Richtige rotzige Scheiße hier, ey. Gegen Rexy Exi. Rex. So, Rex, du kriegst von mir jetzt nochmal ein Protect von Cinderace. Und dann gehe ich für... Wobei, was könntest du noch dabei haben? Wird mir irgendwas gefährlich? Rex, kannst du Seafool dabei haben? Wahrscheinlichkeit ist unwahrscheinlich, aber... Ich gehe auf jeden Fall in deinen Arcanine-Slot, um dich zu finishen. Irgendwie, Rex. Irgendwie muss ich es noch versuchen, hier zu retten. Und dann hoffe ich doch, dass ich vielleicht doch noch was an diesem Match ändern kann. Ansonsten habe ich dieses hier verloren, so gerade eben. Ich hoffe, dass du keine Standpauke gerührt hast. Und auch hier gehst du wieder für Scary Face Rex. Das ist unglaublich. Das ist echt gut gespielt mittlerweile, gebe ich ehrlich sogar zu. Also das ist echt analysiert von oben bis unten hin. Ich... Weiß nicht, wie gut ich mich noch vorbereiten sollte. Ich weiß es nicht. Ich sehe mich hier einfach mittlerweile mehr. Rex.
kriegst von mir hier definitiv noch einen reingedrückt. Egal wie, egal wann, egal wo. Rex, du Matchwinner. Ich sehe gerade halt gar nicht, Rex, wie ich das hier noch gewinnen soll. Du hast mich gefinisht einfach. Von oben bis unten hin. Von oben bis unten hin, Rex. Das ist wirklich echt gut runtergespielt. So. Jetzt hoffe ich doch nochmal, dass es ausreicht hier alles. Und Akrobatik kommt. Und es killt. Ja, Rex, GG damit. Könnt's ja auch nicht mal einmal die Paare kriegen, ey. Das ist doch nicht wahr, Rex, ey. Ehrlich. Hättest mir nicht mal ein Game 3 geben können, ey. Alter Vater, ey. Uff. Rex, der Kommissarhund, ey. So ein Hund. Und jetzt kriegst du die Paare, du Hund. Du bist ein richtiger Hund, Rex. Du bist ein richtiger Hund. Oh, ey, wie kann man... Rex, nicht böse gemeint, aber wie kann man so ein Hund sein? Ehrlich. Kriegt den scheiß Paare dann, wenn er sie nicht kriegen soll. Ah, ey. Ernsthaft. Ah, Rex, ey, du machst mich fertig. Flex nicht so sehr rum. Ah, ey. Ich hab keinen Bock mehr, Rex, ey. Ich hab jetzt schon deswegen Sucker Punch gedrückt, weil ich keinen Bock mehr habe, ey. Ehrlich. Ich bin nicht salty oder so, sondern es ist einfach nur wirklich so. Das ist so. Ich habe schon etwas Vorbereitung drauf gegeben, ja. Aber dann jetzt hier so abgeklatscht zu werden, ist natürlich schon hart hier. Aber gut, du hast es auch sauber runtergespielt, von daher GG an dich. Ja, damit ist meine zweite Niederlage besiegelt in der NPBL. Und damit kann ich leider nicht den Tabellenthron erreichen. Außer der liebe Rex verliert nochmal. Ja, Leute, das war leider eine harte Niederlage. Muss man so sagen. Ja, ich möchte mich jetzt auch nicht weiter noch darüber aufregen, über aufhalten oder ähnliches. Es ist halt scheiße gelaufen jetzt, muss man ganz klar so sagen. Ja, ansonsten hoffe ich doch, dass ihr dennoch Spaß hattet bei diesem Spieltag. Ich hatte ihn nicht, ausnahmsweise mal. Aber nicht, weil ich nicht sagen kann, irgendwie von wegen, das war scheiße gespielt oder scheiße gemacht oder so, sondern einfach, der Rex hat hier einfach in dem Moment einfach etwas besser agiert, vielleicht auch gespielt. Wobei gespielt möchte ich nicht unbedingt sagen, besser gespielt, zumindest gut zu Ende gespielt, sagen wir es mal so. Ja, er hat halt geflext wie so ein Kommissarhund Rex und ja, ich habe nichts mehr zu sagen, Leute. Ich bin damit durch für heute. Kaffee satt. Ich brauche mein Bett und Schlaf. Und hoffe doch dann, dass es nächste Woche auf jeden Fall wieder stabil weitergeht. Und wir zumindest versuchen, jetzt nicht noch an Kentakio Platz Nummer 2 herzugeben, sondern den Platz 2 verteidigen. Und dann wieder Angriff starten können, eventuell noch auf Rex, wobei der könnte jetzt auch schon seinen Platz bis zum Saisonende gefertigt haben. Ja, Leute, dann einen schönen Abend noch, schönen Tag noch oder schönen Mittag noch, je nachdem, wann ihr das Match seht. Und wir sehen uns dann am nächsten Spieltag wieder. Ja, bis dahin, euer Big Relaxo.